Alright, heute spielen wir alle Maps, alle Bosse mit Jinx auf Extreme. Wir fangen auch Map 1 an, obviously. Jinx ist ausgewählt. Upgrades fehlt uns noch Damage und sonst nur Anima Power. Und wir schauen, wie es läuft. Area Size? Vermutlich nicht, würde ich sagen. An der Ubu Blaster. Denn Ability Haste wird, glaube ich, jetzt generell auf jedem Bild essentiell sein auf Extreme. Gehe ich mal von aus. Dann brauchen wir sowieso wieder Crit Chance auf Jinx. Gucken, dass wir sonst nur Abilities mitnehmen, die critten können. So wie das Static Sword zum Beispiel. Aha, Ability Haste. So gibt's schon mal zwei Wolves. Die Peitschen würde ich dann auch noch mitnehmen. Und gucken, dass wir uns im Härtefall irgendwo hinstellen, wo die Gegner möglichst nur von links und rechts kommen. Dass ich jetzt auch möglichst oft E benutze, weil wir vermutlich viel XP brauchen werden. Und je mehr Gegner wir töten, desto mehr Gegner respawnen. Max Health nehme ich mit, damit wir Static evolven können. Hallo Yumi, ich brauche einmal ein Augment bitte. So, ich nehme Crit Chance. Die Bouncing Blades gehen mit Projectile Count. Nicht nur vielleicht mitnehmen. Auf der Map sind relativ große freie Flächen. Ich weiß auch nicht, ob sich das überhaupt lohnt, hier die Bouncing Blades zu nehmen. Achso, wir sind schon in der Quest dran. Vasen zerstören. Auto-Target ausmachen. Gerne den Ubu Blaster maxen direkt. Aua. Das hat übel weh. Boss können wir auch gleich machen. Aua. So. More damage to near, more damage to distant enemies. Das trifft sich ja gut auf Jinx. Dass ich das hier einmal down mache. Oh, das Ult ist einfach sofort explodiert, ohne ihn zu hitten. Sehr gut. Also wir können einmal seine Fähigkeit triggern, kurz raus und dann einmal mit E Face Tank. Oh. Noch nicht so viel Damage. Schnell zum Buff. Was gibt's? Einfrieren. Perfekt. So, Damage brauchen wir. Radiant Field brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich versuche mal nicht mit XP Gain zu spielen, sondern irgendwie lieber noch defensive Stats. Aber nicht diese. Zack, zack, zack. Ich habe echt wenig Cooldown auf den ganzen Kram. Ich spam das einfach, ne? Arrest heißt, möchte ich auch nicht. Mache ich Damage weiter. Hätte gern einmal alle Fähigkeiten, aber ich möchte auch meine Rerolls nicht wasten. Just in case, dass das RNG mich am Ende vernichten möchte. Ah, ist eine Öffnung gebaut hier. Hm.
Perfekt. Damage auf 4, danke. Wäre noch cooler, wenn ich erstmal Abilities back. Oh, okay. Sind ja gar nicht tanky, die Viecher. So. Ich spamme einfach so viele Abilities wie möglich. Wir brauchen die ganzen Kills. Wir brauchen Erfahrung. So, Projectile Count funktioniert mit dem nicht. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Dann nehmen wir die Peitsche. Dann ist zu guter Letzt einfach noch was mit Crit Chance skaliert und dann sollte eigentlich alles fein sein. Ah ja. Oh nö. Oh, ich hasse die Pässe von Jinx, dass man einfach so schnell wird und auf einmal in alles reinrennt. Aber nur nervig. Das geht auf Duration. Health Rack können wir noch mitnehmen als Defensive Stat. Jetzt muss ich das leider einmal alles tanken. So, ich kann natürlich auch einfach mal Auto-Aim ausmachen, dann... Oh, ich muss mal ganz schnell... Ich mache einmal Max-Health, dann habe ich mehr Leben. Okay, alles gut, alles gut. So, und dann nehme ich einfach Armor, dann habe ich alle Defensive Stats mit und dann einfach Ability Haste. Ah. Also eigentlich alle drei Schaden, die alle drei Stats, die mein DPS erhöhen und alle drei Stats, die meine Defense erhöhen. Dann hoffe ich einfach, dass es damit funktioniert. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, Armor mitzunehmen. Das hatte ich eigentlich immer nicht so das Gefühl. Ich krieg wieder die ganze Zeit nur Passives vorgeschlagen. Ich hasse es. Gib mir doch bitte die Chance, meine Abilities hochzumachen. Danke. Bumm. So. Bosse sind gar kein Thema. Crit Chance voll, dann sind wir auf 65. Das ist ja schon mal gut. Ist auch ein guter Clear jetzt auf der E. Und auch, oh, die 2,6 Sekunden Cooldown. Komm mit Nocturne. Einmal für den... Oh, hat überlebt. Ich ulte Nocturne. Bumm. So. Jetzt wieder Auto-Aim-Zeit. Gefahr gebannt. Voltaler. Danke. Die Wellen müssen wir aufpassen, die vernichten, glaube ich. Und der Boss ist schon tot. Never mind. Können wir beides auf 3 machen. Mein U-Blaster. Oh, das fühlt sich echt gut an auf Jinx. Oh, Damage voll. Crit Chance voll. Aber Ability ist noch nicht so voll. Mhm. Crossbow. Das sieht soweit okay aus. Bomben kriegen wir auch easy geklärt mit der E. Den sammle ich nochmal ein. Wieder eine Passive, danke. Race to finish, okay. Dann pumpen wir auf dem Weg, alle zu stören. Passive. Skill hochmachen. So, Ultimate Ability Haste. More damage nearby enemies, shrink in size, weniger Max Health traue ich mich irgendwie immer nicht. Aber viele Bille. Ha, ich traue mich trotzdem. Das lädt meine E. Ach, gibt es so viel Unterschied, weiß ich es auch nicht. 1500 Leben noch, aber ich habe Max Health auch nur auf 2, also. Da ist schon noch Luft. Wow, wow, wow.
Oh, das hat übel weh. Warum hat das jetzt 5 Sekunden Cooldown gehabt? Und steht einfach nur 5, aber es geht trotzdem relativ schnell. Ich raff's nicht. Vielleicht ist aber nur ein Anzeigebug. Aber ich benutze das Event hier auf jeden Fall, um XP zu farmen. Wenn es auch nicht allzu viel ist, ist es besser, als sie nicht zu haben. Free Buff nehme ich auch. Geht's hin, ach da. Oh, Auto. Okay. Oh, das Auto rennt 1600. Oh Gott, das Auto rennt 1800. Eieiei. Das machen wir 4. Dann fahren wir ein paar Mal durch den Boss durch. Hat Cooldown. Oh, eigentlich nur noch einmal. Ne, ist er. Hä? Ich möchte nur einmal Damage kriegen, dann ist es so. Dann fahre ich jetzt mit dem Auto schnell zur Trial. Ich kümmere mich gleich nochmal um den Boss. Oh, kein Auto mehr. Okay, ist nur dunkel. Geh ich mal in Kogma wieder. Ist der so viel AOE, ist der Kogma? Na gut, Problem gelöst. Aber hier chill ich jetzt erstmal. Dass ich wieder was sehen kann. Oh, ist ja übel lang dunkel. Ne, wie ist das denn? Dann mach ich einfach irgendwo AOE hin. So. Mission Success. Perfekt. Nehme ich das Kärtchen mal mit, weil wir da vorne ein neues haben. Und hoffentlich die erste Sache auf 5. Nope. Wieder nur Passive Stars. Ich reroll einfach mal. Sonst sind die Rerolls ja eh wasted. Hier ist der erste Evolve. Das kann ich auf 4 machen. Sind die Rewards schon mal geschickt genutzt. Nächste Ability auf 4. 3 Sachen auf 4 jetzt einfach. Nur nicht die Kugeln. Ich wollte drauf. Alles entspannt, alles entspannt. Boah, ist der tanky. Ich habe das Gefühl, dass die Minibosse mehr Leben haben als die richtigen Bosse. Macht der mir was auf 5? Nö, ne Passive. Dann chill ich jetzt erstmal ein bisschen hier. Ja, also meine E kommt durch die meisten Gegner relativ schnell durch. Und ich habe gar keinen Cooldown mehr da drauf. Also bisher ist das alles andere als extrem. Aber es kann halt immer mal passieren, dass der Boss einen einfach one-hittet. Vor allem, wenn man nur 1500 Leben hat. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt renne ich viel zu schnell. Nächste Ability auf 5. Direkt den Evolve dazu holen. Perfekt. So, dann büße ich jetzt direkt schon mal zur anderen Karte, die noch rumliegt. Wow, wow, wow. Okay, ich sterbe. Ich sterbe einfach, weil ich viel zu schnell bin. Kann man mich hier holen? Das ist gefährlich. Muss man aufpassen. Ah, meine Ult ist durch alle durchgeflogen. Das ist schade. Aber die Bosse schmelzen so weg, ist crazy. So. Gucken, ob ich was auf 5 krieg. Nö, Passive wieder. Jetzt aber. Nö, ne Passive. Ich weiß nicht, wie viele Minibosse noch kommen. Ich glaube, große kommt keine mehr, aber ein Miniboss müsste safe noch kommen. Okay, aber meint. Doch nochmal Kärtchen einsammeln direkt. Wolf. Das schmeckt.
So, ich bin bereit. Achso, oh, ich muss schon was machen. Fußballe. Okay, Fußballe. Vielleicht sobald die Welle weg ist. Ich renne leider deutlich schneller, als der Fußball rollt. So, Card Collector natürlich sehr geil, aber viel zu spät. Leben für Gold. Wäre ganz geil, wenn wir das andere noch hätten dazu, aber haben wir nicht. Dann, ja, Movement Speed für Ability heißt, ne? Oh mein Gott, bin ich schnell. Das ist ja, oh mein Gott. Ich darf mich gar nicht mehr bewegen. Das ist ja schrecklich. Oh. Ich renne so schnell, mir wird schlecht davon. Wow, wow, wow. Die schnellste Jinx der Welt. Stability auf 5. So. Schön, dass jetzt nur noch die eigene Jinx-Ability auf 1 ist. Aber gut. So, ich glaube, man kann sich einfach hier so ganz gut hinstellen. Dann kriegen die direkt meine evolvte Peitsche ab. Wenn sie da um die Ecke laufen wollen. Das würde ich trotzdem einmal mitnehmen. Jetzt aufräumen hier. Oh, Area Size. Ey, ui. Ui, ui, ui. Mhm. Ich würde gerne chillen, aber es ist noch eine Trial da. Das trifft sich sehr gut eigentlich. Dann sammle ich einmal das Kärtchen hier ein. Dann muss ich hier nicht mehr hin. Dann müssen wir jetzt mal ganz schnell. Okay, hier ist Miniboss noch. Kann ich mal bitte zwei Gegner? Hui! Max Health. Da ist der Boss schon wieder. So. Jede Trial ist mir recht, außer Meteore. Meteoriten. Ja, okay, Survive in the Circle ist so ähnlich, aber es kommen nicht so viele. Ui. Ui. Ich hätte den Boss vorher machen sollen. Na, wobei, läuft trotzdem ziemlich entspannt noch. Okay. Jo, wieder nur Passives zur Auswahl. Das macht mich richtig sauer, ne? Macht mich richtig sauer. Ich kann 3 Passives noch bekommen und eine Ability und ich krieg ständig 3 Passives. So, das Kärtchen, den kann ich eh noch einsammeln. Ja, jetzt sieht's besser aus. Ah, wieder nur Passives. 20 Sekunden noch, um meine eigene Ability ein Level höher zu kriegen. Zehn Sekunden noch. Hey! Let's go. Achso, ich hatte auch schon alle anderen Passives hier auf 5, also ich konnte nur noch eine Ability kriegen neben den beiden Passives. Knaller, dass ich es einfach so spät wie möglich bekomme. Aber hat gereicht. Also möchte ich mich nicht weiter beschweren. Auto-Aim ausmachen. 1,8 Millionen Leben. Spannend. So, ein bisschen seitlich hinstellen, dass auch die Peitsche trifft. Da muss man jetzt aufpassen, weil irgendwo. Oh, generell muss man hier gerade sehr doll aufpassen. Versuchen noch mehr Es zu treffen. Mhm. Die müssen einmal alle weg, bitte. Oh, die Haie ziehen gar nicht so viel. Das ist entspannt. Ich darf tatsächlich, muss nur darauf achten, dass sie nicht durch mich durchfährt, wenn sie eingebuddelt ist. Dann habe ich eine schlechte Zeit. So. Ach Mensch, ja. Ich nehme mal Armor. Voll life bin ich ja gerade eh.
Ah, ein bisschen auf die andere Seite stellen. Mal einen gesunden Sicherheitsabstand halten. Perfekt, wo ist sie? Da. Und dann ist das jetzt auch easy kill, first try. Rek'Sai ist nicht so stark. Aber ich dachte, ich hätte mehr Probleme mit Jinx. Aber freut mich, dass es nicht so ist. Jo, Haufen Gold. Haufen Gold. Sehr, sehr großer Haufen Gold. Neue Yuumi-Augments. Haufen Gold. Neue Yuumi-Augments. Bisschen Gold. Top. Ich gebe das mal schnell aus. 51.000. Oh mein Gott. So. Jetzt machen wir... Es kostet immer nur 3.000. Ja, okay. Das macht es ja, also. Ich will es jetzt auch nicht unendlich weit skillen irgendwie. Ich vermute mal vom Balken her, dass man das bis 100 machen kann. Vielleicht lasse ich es erstmal auf 10 und skill es nur weiter, wenn ich Probleme habe. Ich glaube, so mache ich das. Dann haben wir die Outskirts auf Extreme wieder. Let's go. Na gut, laufen wir den Gegner wieder entgegen. Na, ich aim vielleicht doch ein bisschen, dann kriege ich mehr pro Hit. Dafür droppen sie kein XP anscheinend. Okay. So, was nehmen wir diesmal? XP? Boah, weiß ich nicht. Vortex Glove geht mit Health Rack. Könnte man machen. Warum nicht? Möchte jetzt auch nicht rollen, damit wir gegen jeden Boss das komplett identische Itembild haben. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Das mache ich nur, wenn es wirklich notwendig ist. Aha, Health Rack. Damit ist uns schon mal der erste Evolve gewiss. Die Dinger schießen ein bisschen zu langsam. Haben die Damage, Crit Chance und Projectile Count. Können wir vielleicht mal eine Runde mit Projectile Ability Haste, perfekt. Runde mit Projectile Count machen und dann da unten rechts in die Ecke laufen, wo dieser kleine Circle ist. Das Problem ist nur, dass man tot ist, wenn man da drin steht und dann die ganzen Fernkämpfer spawnen, die nur Projektile durch Wände schießen können. Aus dem Problem von Zukunfts-Ich. Das verwirrt mich immer übel, wenn sagt, dass. Wie gesagt, wird das eine Yuumi-Quest spawnt und dann ist aber nichts da. Weil sie noch nicht gespawnt ist. Irgendwie so ein Marker wäre nochmal ganz cool. Und das Ding, was in der Mitte steht, gleich, dass man schon mal weiß, hier spawnt die gleich. Das ist nicht auf Minimap. Ja, komm, nehmen wir das doch auch wieder mit. Aha. Hallo Yuumi. XP wollte ich nicht. Es hat eben ganz gut ohne XP extra funktioniert, deswegen denke ich jetzt einfach mal, dass man das auf Extreme gar nicht braucht, um an seinen ganzen Stuff zu kommen. Dann würde ich XP vermutlich tatsächlich nur auf Aurora skillen, weil die das zum Evolven braucht. Mehr Schaden, weniger Leben. Nee, ich mach mal Gain Health whenever you gain Gold und dann hoffe ich, dass die nächste Yuumi-Quest macht, dass Gegner Gold droppen. Dann wäre die Survivability schon mal gesichert. Oh, wow. Ja, Crossbow. Alte Crit-Chance-Skalierung. Gießen wir nochmal eine Ult dazu. Nochmal eine E wieder dazu. Und tschüss. Perfekt. So, dann gehen wir aber schnell die Kanone aktivieren. Ja, Damage möchte ich. Max das eigentlich auch. So. Rebuff. Ability Haze. Das ist doch schön. Das funktioniert. Nee. Das funktioniert gar nicht mit Ability Haze. Das ist belastend. Ach nö. Crossbow. Oh, schon.
Einmal alles einsammeln für mich. Crit Chance. Crossbow. Ich glaube, damit sind alle Evolves gesichert, oder? Ability Haste. Health Egg habe ich. Ability Haste. Ability Haste, Crit Chance. Ja. Dann würde ich sagen, jetzt wieder einfach Defense. Defensive Dinger noch dazu und dann ist das auch eigentlich wieder alles fein. Um deine Range. Davon will ich gar nichts. Da rolle ich lieber. Uiuiui. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Der tankt aber die ganze E weg. Nullte ich jetzt für die drei. Und hat auch nur zwei gehittet. Oh Mann. Der Trial. Sehr weit weg. Ach, sind wieder die Bosse, die meine Passive nicht triggern, weil sie so tanky sind. Ich geh schon mal, Leute. Ja? Ihr kommt einfach nach, dann. Dann sehen wir uns gleich bei der Trial. Dodge. Oh, das ist unfair. Der Circle ist viel kleiner, weil hier Wände sind. Armor nehme ich dazu. Das da ulte ich einmal. Oh, 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 das habe ich berührt. Oh, no. Oh, das tut ja übel doll weh. Eieiei. Das war gar nicht gut. Ja. Ich hätte gern Max Health für harte Zeiten. So, den Wolf würde ich gerne noch mitnehmen, bevor wir hier wieder weg sind. Und dann geht's ab zum Buff. Zum Buff. Aua. Oh, ist ein Frogmaus gespawnt. Gold. Das Augment Gold, das Gold mich heilt, ne? Ja. Ich kann kaum stehen bleiben, um einmal E zu drücken. Also auf die AOEs wieder direkt auf mir spawnen. Naja. So, ab zur Kanone. Der andere Kogma ist übel weit weg gerade, aber ich keinen Bock drauf. Der wird schon antanzen, wenn er Bock hat. Und ich glaube, die haben auch keine globale Range, die Kogma-Bosse. Von daher muss er eh angelaufen kommen. Einmal die Battery abgeben. Perfekt. So, guck mal, du bist irgendwie immer noch nicht viel weiter. Ich komm vorbei. Das will ja keiner sagen, ich kümmere mich nicht. Ja, kümmert. Oh, da war ein Miniboss mit bei, der ist auch sofort weg. Zwei Sachen auf vier. Ich lasse die beiden Karten nochmal liegen. Oh, das wird wieder so ein Hin und Her jetzt. Die Quest ist da unten. Aber naja, mit Jinx ist ja tatsächlich nicht so schlimm, so schnell wie die rennt. Oh, einen Platz habe ich sogar noch. So. Jahnrollen, das trifft sich ganz gut. Da müssen wir nämlich an keine bestimmte Stelle. Wie rollt sich das denn? Oh, hier ist was mit Golddingern gespawnt. Wegnehmen. Ist das Felix B hier? Uiuiui. Uiuiui. So, wo war ich? Jahnrollen. Jetzt rollen wir direkt Richtung Kärtchen. So gut, dass sich rollen lässt, zumindest. So.
Morshan Turnier bei Enemies. Grow in size, lose movement speed. Will ich movement speed losen? Ich glaube, es ist okay auf Jinx, weil ich sowieso relativ schnell renne. Wird schon passen. So, zwei Sachen auf 5. Das heißt, direkt beide Kärtchen einsammeln. Weil die Wolfs gesichert. Einmal den Buff abholen. So. Ich habe alles getan, was die Karte von mir verlangt hat. Jetzt werde ich warten, bis die Batterie für die Kanone wieder spawnt. Ich sollte trotzdem weiter rumlaufen. Sonst kriege ich weniger XP. Nehme ich das mit oder lasse ich liegen? Rare Size und Pickup Radius, will ich beides nicht. Wir sind in Minute 8. Ich nehme es mit. So, ab zur Battery. Mal bitte 12 Gegner schnell einmal töten. Ich renne langsam. Danke. Oh, da ist ein Boss. Oh. Den mag ich nicht. Den mag ich nicht. Geh weg, bitte. Geh weg, ich wollte doch nur zur Batterie. Okay. Das nehme ich mit. Es fehlt, Max Health fehlt mir, ne? Aber ich habe durchs Augment mehr Leben. Da ist es vermutlich sowieso alles entspannt hier. Aber ich glaube, von den anderen Augments lohnt sich auch nicht wirklich was. Sondern das hier geht nur mit Damage Crit Project. Projectile Count könnte ich mitnehmen, auch wenn es mir vorgeschlagen wird statt Max Hell. Falls es wirklich so einen großen Unterschied macht. Glaube nicht. Los, Kanone. Oh, ich habe die Kanone jetzt einfach hier bei der Trial zur Hilfe. Das ist ja mega. Was sollen wir machen? Death Wave. Oh, never mind. Einfach weglaufen. Aufräumen. Aufräumen. Mit Uli aufräumen. Mit E wieder aufräumen. Ah. Ray. Ja, Ein Roll habe ich noch. Wieder nur Passives. Geil. Ich könnte wieder mein verlorenes Movement Speed countern mit mehr Movement Speed, aber ich glaube, ich mache das nicht. Passive ist das eigentlich ziemlich entspannt alles. Ach ja, Death Wave. Wir haben schon fast vergessen wieder, warum wir hier sind. Wenn ich jetzt irgendwie noch wieder zurückkäme. Der E-Spell ist am besten. Jawohl, das ist eine Bombe. Da ist ein Froschboss. Der Kugeln schießt. So, Max Health. Ja, darauf die Tankin, das nützt nichts. Das Spiel wollte es so. Ich fand es ganz gut, wenn die Bomben ganz weit weg bleiben. Ja. Warum? Beide Sachen auf 4. Ja, dann müsste das ja gleich easy sein hier alles. Okay. Ich fühle mich schon mal deutlich sicherer, wenn ich die Evolves nicht erst in der letzten Sekunde habe. Das kann ich einsammeln. Hab ja oben noch eins liegen. Ich habe oben noch 2 liegen. Kanone wieder da. Wieder nicht genug los hier, gegnermäßig. Meine XP wieder hinterher rennen. Hm?
Oh, die Kopfnerven so übel. Geh drauf! So, rechts haben wir noch einen Kogma. Dort ist Level 5, perfekt. Ich hier das Upgrade holen. So. Damit brauche ich auch keine Kärtchen mehr. Die erstmal nochmal einsammeln. Perfekt. Max Help, einmal die Yumi-Quest machen und noch ein cooles Advent. Noch ein XP anscheinend. Fußballspiel. Okay. Jetzt geht's besser, weil ich mich selbst im Movement Speed genervt habe. Oh, besser wieder, never mind. So, more damage to distant enemies, Card Collector wieder erst, weil es schon nach Minute 10 ist. Ja, machen wir den Distant Enemy Damage. Aber hier ist. Ne, hab nur das Enemies. Achso. Einmal holen. Schild. Entspannt. Das Kärtchen. Damage. Chance. Ja. Good chance. Bin noch unter der Hälfte gerade. Ist wenig. Ich nehme mal die Batterie mit. Und ich behalte die mal erstmal. So lange, bis Briar spawnt. Dann schauen wir mal, ob die Kanone auf Briar schießt. Komm her. Dodgen muss ich jetzt auch nicht mehr, weil Schild läuft gleich ab. Tschüss Schild. Wo habe ich auf der E wieder? 2,4 jetzt. Also. Haben wir noch eine Trial. Whoop, whoop. Oh. Die haben übel gut den Weg gerade offen gelassen für mich, dass ich hier noch entspannt durch kann. Ich mach mal kurz Armor, falls das hier gleich eine harte Zeit. Okay, ist nur ein Deathwave Dodge. Gar keine harte Zeit. Einmal muss ich hier oben durch. Durch die Lücke hier. Entschuldigung, passe ich hier noch durch? Müsste sich aber gleich auch erledigt haben. Damage. Spammen wir den Boss hier einmal kurz weg. Natürlich praktisch, dass der Boss auch Gold mit spawnt. Gold uns heilt, ne? Chance. Sagt der Timer. Ah, der Timer sagt, ich kann auch einfach die Kugel hier einsammeln. Die sind hier extra runter. Okay, let's go. Leben. Regen. Regen. Armor. Fullbild. Gold. Wobei ich ja auch kein Gold mehr brauche eigentlich. Ich möchte ja Anima Power nicht weiter skillen. Gold. So, 2 Sekunden. Jetzt aktiviere ich die Kanone. Los, Kanone, schieß. Oh, Kärtchen noch. Kärtchen gibt Gold, perfekt. Okay, ich muss sie nach links und rechts kiten. Schmeiß mich nicht weg. War das nochmal? Achso, sie spawnen Projektile. Aber ich kann ja mal tanken, ne? Die machen nicht viel Damage. Oh nö! Oh! Was für Sidesteps! Und das mit 158er Ping.
Passive, let's go. Bisschen Fähigkeiten. Kann ich mir überhaupt noch Damage machen? Ich fühle mich komplett broken gerade. Ich bleib einfach stehen. Also ich sehe keinen Schaden. Oh. Ja, das zieht jetzt langsam ein bisschen was. Muss es mal nicht drauf anlegen. Wollen wir eh es machen. Ups, ups, hoppala. Jawohl, easy kill. GG. Nochmal Yumi Augments haben wir bekommen, nochmal ein paar Goldtaler, aber die sind jetzt eigentlich egal. Ich habe jetzt halt 15.000 nur von der einen Runde gemacht. Wie gesagt, Anima Squad ist auf, Anima Power ist auf 10, das heißt ich kriege 10% mehr Schaden, Movement Speed, Ability Haste und Pickup Radius. Und ich würde es so lange auf 10 lassen, wie ich nicht mehr brauche. Weil der Extreme-Modus ja eigentlich auch ein bisschen extrem sein soll, aber gerade renne ich da ziemlich durch. Na gut, Map 3, let's go. Hier müssen wir aufpassen mit Laufen. Und wieder das böse Erlebnis, dass man durch die ganzen Frosch-AOEs rennt und dann eine sehr schlechte Zeit hat. Aber, habe ich ja schon gelernt. Zieht mir bestimmt nicht sofort. Jawohl. Da sind die... Wie hießen sie? Die Crossbows. Dann wird's wieder Max Health. Boah, ich renne da rein. So ein Dulli. Ich sag's also wirklich. Die haben so viele Leben immer. Es ist so crazy. Jawohl. Uvo Blaster. Müssen wir nehmen, es geht nicht anders. Übrigens eigene Fähigkeit skaliert mit Ability Haste, das auch. Was will man mehr? Augment will man mehr. Auf geht's. Oh. So, ja, Vortex Love hatte ich letztes Mal schon. Ich beides nicht gut. Und da Jinx wollte ich gerade sagen, das bin ich. Wie heißt Yumi? Ich bin da, Yumi. Bereit für dich? Bounce the ball. Krieg ich hin. Hauptsache es kann auf der Map nicht mehr über die Wand fliegen. Ah, es bleibt einfach auf der Stelle und ich krieg hier auf den Sack von den Gegnern. Geil. Mhm. Hm? Projectile Count. Nehmen wir das diesmal mit. Enemies have a chance to drop Gold Coins. Schaden Distant Enemies. Ah, das ist was Neues. Ah ne, pick me up. Plus 15% XP. Ah, es gibt jetzt auch mehr XP. Aber man kann jetzt gar nichts mehr. Ah, okay. Ja, das wurde ein bisschen verändert. Also vorher war es so, man hat normal gleich viel XP bekommen und der Pickup Radius war nur minus 80%. Jetzt ist er nochmal kleiner. Dann aber immer noch ganz normal, dass man alle 60 Sekunden automatisch alles aufhebt. Was ich immer sehr gerne spiele. Weil man einfach durch die Map düsen kann und sich um nichts kümmern muss, weil die XP automatisch dann früher oder später zu einem kommen. Ah, komm mal her, ich erwarte dich. Ui, geht nicht gut für dich, Nocturne. Oh, die will ich auch nicht. Anti-Shark Mine, ich fühl die einfach nicht. Nee, aber da möchte ich jetzt auch schon diese, die Bouncing Blades haben. Wenn ich schon Projectile Count geskillt habe.
Weil hier hat man ziemlich enge Bereiche auf der Map. Hier wird das ziemlich OP, wenn die von der Wand abfallen. Das brauche ich nicht. Projectile Count. Die Seeboss zermetzelt. Projectile Count. Wieder ein Static. Ja. Was soll's, wenn man nicht Synergy hat, dann hat man sie, ne? Letzten Slot heben wir uns dann auf. Wenn möglich. Puh, die überleben sogar meine Ulti, ey. Ich hasse die Viecher. Na, ich friere die mal ein. Wenn die Map-Mechanik schon da ist, warum nicht auch benutzen? So, perfekt. Trial am anderen Ende der Map ist ja mega. Dann gehen wir mal auf eine Reise. Zweitreise. Oh, jetzt ist eine schnelle Reise. Nee, Annihilator nicht. Oh, ausgespawnt. Jetzt wieder die unangenehme Zeit mit den ganzen Projektilleuten, die ich übel gern loswerden würde. Habe ich alle? Oder die meisten, sag ich mal. Hier ist noch einer. Oh nein, hier sind noch mehr gespawnt. Hab grad echt viel Schaden bekommen. Crossbow erstmal höher. Mach sogar kurz Auto-Target aus, um den down zu kriegen. So, reicht wieder. Ah, ich hätte vielleicht Health-Regen mitnehmen sollen. Ah, Echoing Bed Blades, so heißen die. Ist mir egal. Sind trotzdem Bouncing Blades, weil sie bouncen. Erstmal Ability weiter, Ability weiter. Oh, da war Damage. Ah, Crit Chance. Sehr gut. So, müsste jetzt reichen, dass ich alles evolven kann, ne? Ability Haste, Crit Chance, Ability Haste, Leben, Product Haste. Ja. Wir lassen zwei Sachen aussuchen. So, ich habe zwei Sachen auf 4. So, dann chill ich jetzt und lass das Kärtchen liegen. Nächste Ability auf 4. Da ist ein Boss gespawnt. Oh. Hier ist ein Buff gespawnt. Lifesteal? Sag ich doch nicht. Nein! Okay, jetzt lässt sich das alles liegen, weil ich habe 3 Abilities auf 4. Wenn ich jetzt auch nochmal ein paar Level-Ups bekäme, wäre das mega geil. Wir müssen fahren gehen. Ah, ich will nicht auf mein Augment warten, ich sammel's selbst ein. Erst auf 5. Wolf dazu holen. So, ich mach mal ein bisschen zielgerichtet hier, weil ich Angst habe vor den Bomben. Die können dann auch jetzt noch ziemlich gefährlich werden. Genauso wie die Kugeln hier von den Minibossen. Och nö. Ja, Maprand ist immer schwierig. Schlimmstenfalls spawnen dann halt Bomben in einem. Das kann ich schon mal einsammeln. Einmal dahin schießen, Jinx, bitte. Danke. Jetzt können wir wieder hierhin. Ja, und ich würde jetzt gerne mal so aus dem Spawn-Bereich raus. Aha. Warte ich doch direkt mal bei der Quest. Ja, die war auf einmal sofort ab, oder habe ich es nicht mitbekommen? Boxhoarding, okay. Ist
Da, ein letztes hier bisschen um die Ecke. Das ist auf 5. Oh, bin ich schnell. Oh, schnelle Box. Ult Haste, Tankier werden. Mehr Schaden an nearby Enemies. Vielleicht kriegen wir damit die Belveth gut weggeburstet. Am Anfang dasht sie aber auch nur rum, ne? Vielleicht bereue ich es. Vielleicht hätte ich wieder die Tankiness gebraucht, aber. Bisher fühlt es sich eigentlich so an, als würden die meisten Builds funktionieren. Also, solange man Ability Haste dabei hat, glaube, das ist wirklich Core Passive auf allen. Außer vielleicht auf Riven, wenn ich es für ihre eigene Ability nicht brauche, aber. Oh. Große Area Size gerade. Mhm, Static. Lass das Kärtchen hier liegen, ist mir egal. Trial. Ich nehme das Kärtchen mit, weil dann muss ich nicht nochmal hier hinlaufen. Danke. Ab nach drüben. Okay, die Explosionen von meinem Espe sind sehr funny. Da war Armor. Naja. Ich glaube, die waren gerade beide schon tot, bevor meine Ult gehittet hat. Naja, jetzt kommen die Frosch-AOEs. Ich hätte gern Heldreck. Oh, Alter, tut das weh. Nehmen wir mal ein. Vielleicht lasse ich die Trial kurz liegen. Bis eine Wave ist, wo nicht nur Frösche spawnen. Ich glaube, die könnten mir sonst die Runde verlieren. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Oh, hier ist ein. Nevermind. Hier ist nix. Ich hab nix gesagt. Hier ist absolut gar nichts. So, okay. Frosh Wave ist vorbei. Und wir haben. Ja, hier drin stehen bleiben. Aber hätte vielleicht gefährlich werden können mit den Froschen. Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade die Bouncing Blades hier sind einfach überall. Ist das geil. Also das hier ist eine richtig gute Ecke, um rumzustehen. Da oben sind die übel gefunnelt. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, sonst sammle ich das Kärtchen direkt ein. Max Health. Da, hier ist der Wolf. Ja. Elfreck dann einfach, I guess. Dann Damage noch. Dann ist wieder alles beisammen. Bisschen anderes Setup diesmal. Wir haben keine Armor oder Projectile Count. Aber das sollte, glaube ich, kein Thema sein. Also generell greift Velvet einen ja gar nicht direkt an, meine ich. Ich meine, die dasht ein bisschen. Dann macht sie ihr E, da muss man einfach nur im Kreis laufen, glaube ich. So, und wenn sie dann noch lebt, dann explodiert sie einmal in ihren Blumen. Quasi ihre Ulti. Dann ist das Thema auch schon durch, ne? Also, solange man irgendwie den Dashes ausweicht und danach im Kreis rennt. Ist eigentlich alles safe. Also wenn ich mich da reinstelle, bin ich glaube ich tot. Waren ja so viele Frösche gleichzeitig tot gerade. So. Meine Crit Chance erstmal hoch. Oh, das war's schon. Ich habe irgendwie mehr
Oder ulte ich einmal. Oh, Nocturns. Nocturns aufpassen, die machen richtig viel Damage. Müssen wir mal probieren. 1500! Okay, aber jetzt weiß ich's. Vielleicht kann man die Wolf schon holen, ne? Wie ging jetzt nochmal? Arrows increase in Damage, each time they bounce. Ah ja. Jetzt ist aber irgendwie auch wieder ein bisschen boring, dass ich schon alle Evolves hab. Gar kein Nervenkitzel mehr. Ah ja. So. Dann stelle ich mich jetzt genau hier hin. Oh, die haben verschiedene Farben jetzt. Das ist ja toll. Das ist auch richtig schön. Ah, Yumi-Quest ist noch da. Das Augment möchte ich nicht verzichten. Oh, die halten viel aus. Ui, halten die viel aus. Uiuiui. Brauche ich direkt mal mehr Damage. Movement Speed pro Haste. Fluctuating Ability Haste auf keinen Fall. Oh, das ist alles kacke. Ja, dann nehme ich einfach Movement Speed für Haste. Möchte ich zwar nicht, aber ich möchte die anderen Sachen noch weniger. So, jetzt möchte ich einmal wieder in meine Ecke, bitte. Ui. Ui. Ich hasse die Jinx Passive, Mann. Ich krieg so viele Hits ab. Einfach, weil ich viel zu schnell renne. So. Setup ist wieder am Start. Da oben haben wir einen Tunnel. Oder ein Bottleneck. Es wird einfach in alle Richtungen geäht. Und vielleicht auch mal geultet. Zack. Hier muss ich nur hier rechts und unten müssen aufpassen, weil die da frisch spawnen erst. Ja, sind wir ehrlich. Eigentlich muss ich gar nicht aufpassen. Das sieht schon alles sehr entspannt aus gerade. Vor allem, wenn man das ja alles umsonst kriegt. Ich friere mal ein. Ich raff gerade gar... Achso, hier ist der Buff. Ah, Ability Haste. Entspannt. Ui, ui. Ui, viel zu schnell. Pff. Was war das denn für ein frecher Boss-Spawn, Alter? Es geht jetzt tatsächlich auf, wenn ich ein Level abkriege, einfach... Ich klicke einfach irgendwo drauf. Das sind sowieso nur noch minimale Passive-Dinger. Vor so Bossen, die... AOEs um sich herum haben, habe ich immer noch ein bisschen Angst. Die hier am Ende kommen, immer die Zyklopendinger, wo anscheinend ein Auge aus dem Maul kommt, die sind immer, glaube ich, schwächer irgendwie als die, die davor kommen, die Schilde halten. Ability Haste, Heldregen. Ability Haste und Bolt, wir sind voll. Dann chillen wir noch eine halbe Minute. Baller noch ein paar E-Spells rein. Man eh durch, ne? Tut sie. Ich hab was gelernt. Los geht's. Dann schmeiß mich mal wieder nach hinten. Und dann lass mich 2800 laufen. Uiuiui. Aha. 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 Oh. Oh. Wo sind die
Dashes dodgen. Müssen nicht die AOEs abbekommen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, da irgendwie eine E hinterher zu. Ah, bitte, komm was. So, jetzt geht's hier in den Boden, ne? Jederzeit, genau, jetzt einfach. Ja. Ja. So ist Kontrolle erhalten gar nicht mal so leicht. Das hat sich richtig gefährlich angefühlt. Huch. Was macht denn jetzt? Achso, die Dinger spawnen. Okay. Ja, man kriegt anscheinend so oder so den Knockback, egal wie weit weg man steht. Ja. Das stand ich jetzt leider drin. Aber immerhin ist es kein One-Shot. Tja. Achso, jetzt zeigt sie erst die drei Richtungen, vier, fünf Richtungen an. Sechs Richtungen, die sie. Sieben? Hat sie's? Haben wir's, Madame? Können wir uns jetzt hier ein bisschen um den Kill kümmern? Ach, ich muss mal Auto-Aim ausmachen. Ich schieße die ganze Zeit auf die Ads. Weil es vielleicht auch gar nicht so schlimm, die Ads nebenbei immer wegzumachen. Oh, das viel. Okay. Oh, alles easy. GG. Oh, noch was freigeschaltet. Critical Expansion als Augment. Mal Gold. 41 Millionen Schaden hatte ich gemacht, geil. Ich sag's wie es, also das Gold lege ich jetzt, spare ich jetzt einfach, ne? Vielleicht wenn ich am Ende mit allem fertig bin, gebe ich mal das gesamte Gold aus und guck dann, wo ich lande. Bei den Anima Power Leveln. Aber bisher habe ich gar nicht das Gefühl, dass man das braucht. Aatrox ist natürlich wieder ein anderes Thema, weil Aatrox immer giga viel Damage hat. Aber ich glaube, dass ich das auch mit dem Movement Speed mit Jinx hinbekomme. Mal schauen. Okay, ich muss zugeben, das ist jetzt nicht mein erster Run hier. Es hat sich herausgestellt, dass Aatrox ziemlich stark ist. Also der macht giga viel Damage. Und einfach nur ein bisschen Life-Rack in der Passive haben, reicht gar nicht aus. Deswegen muss ich jetzt irgendwie schauen, wie wir das handeln können. Weil ich weiß nicht wie. Aber vielleicht nehmen wir das Yumi-Augment, das die Leben reduziert und dafür einen Haufen Life-Rack gibt. Weiß aber halt nicht, ob er mich dann nicht vielleicht einfach one-hitten kann. Ja, Armor nehme ich auch. Dann nehme ich die Crossbow. Dann nehme ich Movement Speed dieses Mal, damit ich vielleicht ein bisschen seine Abilities dodgen kann. Das Ding ist nämlich, was ist das Ding? Achso, der schmeißt einen Haufen AOEs und am Ende hat man keine Ads mehr. Was basically bedeutet, dass meine Passive nicht mehr triggert und ich keinen Movement Speed habe. Und das macht gar keinen Spaß. Weg mit deinen Kugeln. So, und dann haben wir immer noch das Problem, dass aktuell auf der Map hier Trials verbuggt sind. Und wenn ich Pech habe, spawnt die Trial außerhalb der Map. Und die despawnt halt auch nicht. Das heißt, sie ist dann für immer einfach da, außerhalb der Map. Und dann kann ich keine Trials mehr machen, was mich ja ultra viele Level-Ups kostet. Das macht nicht so viel Spaß. Komm her, Dot. Wie oft muss ich da eigentlich durchlaufen, damit das checkt? Das liegt vermutlich auch am Ping wieder. Ja, das will ich eigentlich alles nicht haben. Jawohl. So, mehr Schaden an Nearby Enemies. Ulti Haste. Mehr Movement Speed würde ich nehmen. Weil das haut meinen Damage jetzt übel hoch, vor allem wenn die Passive triggert. Crit Chance weitermachen.
Davon will ich gar nichts. Details will ich aber sehr gerne. Okay. Alles entspannt. Solange ich Movement Speed habe, habe ich viel Damage. Haben wir Lifesteal. Das hilft mir leider nicht dabei, schneller zu clearen. So, die möchte ich auch beide nicht. Also jetzt gehe ich erstmal Ability Haste weiter. Ich switch mal wieder, ne? Jetzt hier müsste noch ein bisschen was an XP rumliegen. Jo, Warprint Poisoner. Kann ich critten? Freue ich nicht. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, wenn ich die ganze Zeit vor Aatrox weglaufe, müsste er durch mein Gift laufen. Aber ich glaube, dann dauert der Bosskampf 20 Minuten. Vermutlich werde ich eh nicht so lange überleben. Ups. Ich bin da, MF. MF. Geh nicht so weit nach unten. Hi! Los, clear mit. Wir müssen schneller die Gegner down bekommen. Ich brauche mehr XP. Was fehlt mir eigentlich noch? Damage fehlt mir noch. Wobei, eigentlich fehlt mir Damage nicht. Weil mir das Augment so viel Damage gibt, dass es auf die Passive nicht ankommt. Uff. Ja. Freut mich, dass ich wieder sehr hochgeskillte Passives habe und nicht hochgeskillte Abilities. Mal bis clean hier. Wie lange lebt meine E jetzt? 2,6 nur. Das ist wenig. Na, hier wäre jetzt Damage. Lohnt sich auch nicht wirklich was anderes. Es gibt halt nur noch Health Rack als Passive, als Defensive. Aber wenn Aatrox einen hittet, dann ist es halt sowieso over. Also das bisschen Life-Rack, das man dann extra hat, ist wirklich bescheiden. So, ich hab, jetzt habe ich 18. Ich weiß gar nicht, wie viel ich mehr habe, wenn ich das als Passive hochgeskillt habe. Nun gut, wir haben schon mal eine Trial, die nicht außerhalb der Map gespawnt ist. Das ist sehr wichtig. Oh nö, nicht dodge die Meteors. Oh mein Gott. Das Ding ist, die ziehen irgendwie, weiß ich nicht, 1000 oder so. Oder mehr. Also mit spätestens 3 Meteor-Hits ist man tot, auf jeden Fall. Das auch nur, weil ich Max Health schon auf 4 habe. Ja, ich würde den Buff gern einsammeln, aber irgendwie darf ich gerade nicht. Oh, Feuerbälle. Ich mache die Boss-Encounter hier schon mal sehr entspannt. Okay. So, ich habe jetzt einfach direkt schon mal 3 Karten parat liegen. Jetzt gucken wir einmal, wie viele Level-Ups wir kriegen, nur von der Trial. 2 Level-Ups. 3 Level-Ups. 4 Level-Ups. 5 Level-Ups. Oh mein Gott, ist das viel. Ja, also 5 Level-Ups. Und dazu noch ein Kärtchen. Also es ist schon, wenn die Trial rausbuggt, dann ist man wirklich unfassbar behind. Ich habe einfach meinen ersten Evolve jetzt schon, das ist entspannt. Irgendwie ist hier gegnermäßig gerade nicht so viel los. Hallo? Alter, wie viel zieht denn die Crossbow? Die Bolzen fliegen einfach mit 1700er Crits durch die Gegner. Das klärt ja alles weg.
eine Quest. Bin da. Bin da, Yumi. Yumi. Nicht so spannend. Na gut. Laufe ich so lange den Gegnern entgegen. Alter, die werden ja so weggeröstet von der Crossbow. Das ist ja so crazy. Okay. Marathon. Kein Thema. Checkpoint 1. Miau. Checkpoint 2. Achso, nach links wieder. Checkpoint 3. So, Movement Speed für Haste. Mehr Schaden wenn ihr. Ja. Ich probier's mit Movement Speed. Ui, ist das anstrengend. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich renne, wenn meine Passive nicht ab ist. Ich glaube, ich töte gerade zu viel, dass sie immer wieder abkommt. Ability. Pff, ja, wie ich hier durchsprinte, ist ja crazy. Vielleicht schaffe ich es ja so, Artrix zu dodgen. Okay, 578 renne ich normal. Muss mal zu meinem Kärtchenstapel da unten, um mir den einen Evolve zu holen. Ganz ruhig, Bies. Ah. Danke. Oh, hier ist so ein Goldding. Oder war? Ich brauche halt gerade kein Gold. Oh, aua. Wo sind die Kogmas? Da. Oh. Was fühlt sich so weird an, plötzlich 2000 zu rennen? So. Geh ich mal ein bisschen Kärtchen einsammeln. Liegen ja viel zu viele jetzt hier. Die zwei, einmal die eine. Ja, und jetzt habe ich hier nochmal drei auf Lager, ne? Perfekt. Ich schieße einfach mal über die Map. Ein bisschen XP sammeln gehen. Mibos einsammeln gehen. Oh, noch eine Trial. Innerhalb der Map gespawnt. Ich glaube, ich habe einen Lauf. Ich glaube, gefixt haben sie es noch nicht. Ich meine, ich hatte keinen Patch beim Starten. Squad Shrinker. Ich krieg mehr Schaden. Habe ich aber Angst. Sobald ein Gegner mal auch nur annähernd in meine Nähe käme. Auto. Finde ich gut, dass ich mehr Schaden bekomme von der Trial und dann gleichzeitig den Buff bekomme, der mich unverwundbar macht. Wow! Oh, ich bin Autos 3000 fährt. Jetzt bin ich ein Lore Accurate Auto. Uiuiui. Ich will mir den Wolf holen. Kann man gleich den nächsten die Wolf holen. Eieiei. Oh, bin ich schnell. Oh, ist das funny, ey. Okay. Ich hab alle Evolves. Minute 10 schon. So, jetzt müssen wir Chancen maximieren. Das heißt, alle Passives müssen natürlich auch noch voll. Die Boss. Wie die Roter Boss.
frag mich echt, wie sie geschafft haben, die Textur hier kaputt zu buggen. Weil das nicht von Anfang an so war. So, ah, hier ist der eigentliche Strand, verstehe. Da kann ich nicht weiter lang. Oh, es ist ja so anstrengend, so schnell zu sein. Ich fühle mich wieder wie Riven. Oh, XP einsammeln. Ulti Haste. Oh, das ist ein Boss. Moving Speed. Oh, hier sind einige Bosse. Oder waren. Ich hab grad. Oh, das ist so buggy, ey. Ich hab einfach beide Karten gleichzeitig eingesammelt und nur ein Level Up dafür bekommen. Absolute Frechheit. Auf zur Yumi-Quest. Wie viele Level brauche ich denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Machbar. Mit Glücksbond noch eine Trial. Ich wünsche, ich könnte wenigstens irgendwie auf die Minimap für jeden Gegner einen runden Punkt sehen. Dann wüsste ich, wo ich hinlaufen muss. Gerade wirklich unfassbar viel Schaden bekommen von einer. Catch the Jump. Achso. Okay, ich mach das jetzt einfach. Ich reduziere meine Leben auf 960. Und. Oh Gott. Und hab dafür jetzt einen Haufen Life-Rack. Solange ich jetzt keinen One-Hit reinbekomme. Und nicht mit 3300 Movement-Speed irgendwo reinrennen. Ich kann mal so eine 14 Prüfung Schaden gemacht. Aber ich trau mich nicht. Ah! Macht viel Schaden. Ganz gut auch, dass der Buff Movement Speed war. Weil das war wirklich der eine Stat, der mir gerade irgendwie noch ein bisschen gefehlt hat. Finde ich. Oh, Alter. Es ist jedes Mal ein kleiner Herzinfarkt, wenn die Passive triggert. Ey, ohne Scheiß. Damage. Vielleicht triggert die Passive, guck wie schnell ich dann bin. Oh, achso, der Buff ist vorbei. Jetzt sind es nur noch 2000. Wow. Ah, die letzte Trial ist außerhalb der Map gespawnt hier in der Ecke. Schade, schade. Ich glaube, dann wird es nicht ganz reichen mit dem Maxen der Passives. Mal die Orb hier mit. Gucken, wo sich noch so XP angesammelt hat. Okay, das war's schon. Letzte Minute. Ach, ich bin in der letzten Minute die Frische los. Bin ich in den letzten 30 Sekunden los? Weil ich mich gar nicht mehr traue, hier jetzt rumzulaufen mit den AOEs, die ein Drittel meiner Leben ziehen. Man kann ja nur Max Health machen. Nochmal 90 Leben mehr. Ja, 14:30 und jetzt sind keine Frösche mehr da. Es sind tatsächlich nur noch die Viecher da. Die werden anscheinend noch rum. Okay, noch zwei Sachen, die ich maxen muss. Ich kann gleich in der ersten Aatrox-Phase noch ein bisschen Gegner farmen. Ah,
komm mal über deine verbuggte Textur angelaufen. Du siehst lächerlich aus, Aatrox. Ich sag's nur. Hier 650 renne ich. Könnte reichen, um seinen ganzen Kram auszuweichen. Hoffe ich. Mein DPS ist okay tatsächlich. So, jetzt müssten wieder Ads spawnen. Uiuiui. Ich würde jetzt einfach mal noch ein bisschen farmen hier. Aatrox ignorieren. Wow. Ja, schmeiß weiter hier deine. Das hat auch. Hier ist das Ende der Range. Jetzt muss er laufen. So. Nochmal Armor. Was brauche ich denn jetzt noch? 3 Level-Ups noch. Ja, das wird vielleicht ein bisschen sehr zeitaufwendig. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Biu-biu-biu. Aatrox. Don't mind me. Noch am Farmen. Ich möchte halt nicht, dass jetzt irgendwie 8 Rüstungen den Unterschied machen. Irgendwie 16 Rüstungen, weil ich es erst auf 3 habe. Armor. Ja, stabiler Hit, Aatrox. Kann nichts gegen sagen. Okay. Bin gleich soweit. Mir ein Level up noch, damit Armor voll ist. Auf die 10% Schaden wird es nicht ankommen, wenn ich 1400% habe. Aber es ist auch nur so, meine Passive getriggert ist. Aus 500% Schaden sind sogar. Eieiei. So. Armor voll. Und länger hält Aatrox das auch nicht mehr aus hier. Okay, bitte one-hitte mich einfach nicht, ja? Das wäre so mein Wunsch. Ja, zieh mich nochmal weg. So, das wäre erledigt. Okay. Ja, ich habe also auch ohne Pässe 531% Schaden. Die 10% werden jetzt nicht den Unterschied machen. Ich meine, Schaden ist gut. Ist halt nur nicht. Ja, das ist halt das Ding. Diese Schwerter. Aua. Von 59 renne ich. Ich kann ihn übel wegkiten. Es war ja so geil, Movement Speed mitzunehmen. Sowohl als Passive als auch in einem Augment. Aua. Oh, nö. Er hat S gespawnt. Bin zu schnell für dich. Aua. Oh. Oh, da ist eine Welle. Oh Gott, aue. Mhm. Ich bin so gestresst gerade. Hast du wieder getriggert? Oh, ich schmelz ihn. Level up. Ulti, E-Spell. Geh drauf. Oh Gott, I did it. Oh, bin ich happy. Das war der zweite Versuch, um ehrlich zu sein, also. Ist jetzt nicht so, als hätte ich ewig dran gehangen. Defeat Aatrox of Extreme gibt auch nochmal ein Augment, das ist doch schön. Scheint irgendwas zum Regenerieren auch.
Wie viel Artox fürs Jinx? Okay, es ist jetzt vermutlich auf jedem Hero im Champion der Quest. 31 Millionen Schaden. Letzte Runde habe ich mehr gemacht. Nur nochmal, ne? Ich habe nicht geschummelt. Meine Anima Power ist immer noch auf 10. Weiter habe ich es nicht gemacht. Ja, Movement Speed war der Trick. Kann man den sehr gut kiten. Werden wir wohl ein bisschen auf allen Champions brauchen dann. Guti, das war's mit Jinx. Dann kommt nächste Runde. Ich glaube, ich versuche einfach der Reihenfolge nachzugehen. Vielleicht aber auch nicht, wenn ich irgendwas nicht schaffe. Dann mache ich, wonach ich Bock habe. Aber ansonsten wird als nächstes erstmal Seraphine kommen.